Herzlich willkommen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Mein Name ist Björn und im heutigen Quick-Tipp zeige ich dir 3 Profi-Tipps zur Automation im Mastering. Wenn du dich dafür interessierst, dann bleib jetzt auf jeden Fall dran. Los geht's! Da sind wir auch schon bei mir in der Studio One Session und viele von euch haben in der Vergangenheit schon mal gefragt, kann man eigentlich auch mit den Boardmitteln von zum Beispiel Studio One mastern? Und die Antwort lautet auf jeden Fall. Und genau deswegen zeige ich dir heute die 3 Tricks mit Studio One Stock Plugins. Und als Hörbeispiel, quasi als Grundlage, dient mir mal wieder ein Mix vom Jonas, nämlich sein letzter Song. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit Tipp Nummer 1 mit dem Smiley EQ. Viele von euch werden das vermutlich kennen, wenn man die Bässe anhebt und die Höhen anhebt, dann sieht es im Equalizer so aus, als hätte man einen lachenden, fröhlichen Smiley gemalt. Und das kann man natürlich nicht nur statisch im Equalizer einstellen, sondern man kann das Ganze auch automatisieren. Und in dem Fall habe ich das so gemacht, dass wenn es in den letzten Refrain geht, gibt es einen Low Shelf bei 80 Hertz und einen High Shelf bei 10 kHz, der dementsprechend jeweils um 1 dB angehoben wird. Und wie das Ganze dann mit und ohne Smiley EQ im letzten Refrain klingt, das hören wir uns jetzt an. Das ist der letzte Song, den ich dir schreib, bevor es das mit uns war. Für nichts, was zum Erinnern bleibt und das auch niemals war. Das ist der letzte Song, den ich dir schreib, bevor es das. Ja, so eine Smiley-EQ-Kurve funktioniert ja fast immer, kennen wir ja auch von vielen Stereoanlagen oder Autoradios. Da heißt das dann ganz oft Loudness, was man reindrehen kann. Das ist eigentlich nichts anderes als eine Anhebung von Bassfrequenzen und von hohen Frequenzen. Kommen wir direkt zu Tipp Nummer 2. Stereobreite. Und bei Studio One mitgeliefert ist das Plugin Binaural Pan, womit man einfach über diesen Regler hier quasi die Stereobreite vergrößern kann. Das ist ja rein technisch betrachtet nichts anderes, als wenn wir quasi das Seitensignal, also alles, was im Stereofeld sich auffällt an Signal, anheben würden. Und damit muss man im Mastering tatsächlich sehr, sehr vorsichtig sein, aber es gibt durchaus Momente, wo man ein paar Prozent die Stereobreite vergrößern kann, dementsprechend einfach die Bühne ein bisschen breiter ziehen kann. Und auch das habe ich hier einfach mal vorbereitet, wenn es in den letzten Refrain geht. Und dann werden wir die Stereobreite hier einfach um ein paar Prozent anheben. Und wie das klingt, im AB-Vergleich natürlich, das hören wir uns an. Das ist der letzte Song, den ich dir schreib, bevor es das mit uns war. Ich drück nochmal auf Play, weil ich hatte vergessen, die Automation hier zu aktivieren. Das ist der letzte Song, den ich dir schreib, bevor es das mit uns war. Für nichts, was zum Erinnern bleibt und das auch niemals war. Das ist der letzte Song, den ich dir schreib, bevor es das mit uns war. Auch das gefällt mir hier ganz speziell. Beim letzten Refrain super, alles wird nochmal ein bisschen größer und vor allem die vielen Elemente, die Jonas da reingebracht hat, ja, kommen einfach nochmal ein bisschen besser zur Geltung. Kommen wir auch schon zu Tipp Nummer 3 und das ist nichts anderes letzten Endes als Lautstärke-Automation. Allerdings sind wir ja im Mastering, das heißt, wenn wir einfach mit der normalen Lautstärke-Automation der Spur oder von unserem Masterkanal arbeiten, dann verändern wir die Lautstärke ja quasi immer nach unserem Limiter. Da wir ja im Mastering als letzte Instanz meist einen Limiter benutzen, wollen wir natürlich, dass die Lautstärke-Veränderung vor dem Limiter stattfindet.
Wir wollen allerdings auch nicht, dass die Lautstärkeveränderung vor den ganzen anderen Plugins oder Tools stattfindet, die wir im Mastering benutzen, sondern wirklich erst, wenn das Signal in den Limiter geht. Und wie ihr schon gesehen habt, war der Limiter hier die ganze Zeit aktiviert und wir haben hier einfach nur 3 dB reingeschoben und unsere Ceiling auf minus 1 dB eingestellt. Und für den letzten Refrain, ganz klassisch, wie wir das auch aus dem Mix kennen, automatisieren wir einfach 1 dB mehr Gain, also mehr Input-Signal in den Limiter rein. Und wie das Ganze klingt, ich kann versprechen, auf jeden Fall besser, weil es 1 dB lauter wird, zeige ich euch jetzt. Das ist der letzte Song, den ich dir schreibe, bevor es das mit uns war. Für nichts, was zum Erinnern bleibt. Ich denke, ein AB-Vergleich ist hier nicht nötig, weil natürlich, wenn man 1 dB Gain, also 1 dB Lautstärke reindreht, dann klingt es auf jeden Fall besser. Ja, das waren sie auch schon, die 3 Tipps und Tricks zum Thema Automation im Mastering. Wenn du noch weitere Fragen zum Thema Mastering hast, dann schreib sie gerne unten in die Kommentare und ich freue mich drauf, sie zu beantworten oder vielleicht zu dem Thema mal ein Video hier im Recording-Blog zu machen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, ciao!